Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Klein Seelheim, ich bin noch im Schluss der kleinen Aufnahmesession. Ich mache ja immer so ein ganzes Set und deshalb ist auch mal doof, wenn ihr irgendwas im Video sehen wollt, weil das dauert dann immer eine Woche, kann auch schon mal zwei Wochen dauern. Naja, ist halt so bei mir, weil ich halt am Wochenende die meiste Zeit habe und ja, ich muss ja auch Spaß beim Spielen haben, ne? So, man kann auch mal so eine Runde drehen nach Feierabend, aber besser ist halt, wenn man richtig Bock hat. So. Und wir haben gerade Bock, wir müssen kultivieren. Und beim Kultivieren machen wir immer Zwillinge dran. Das kenne ich so von früher. Das haben wir immer so gemacht. Und deshalb mache ich... Ich weiß, dass... Oh, jetzt bin ich da genau reingerollt. Ich weiß, das liegt am Boden, ne? Es gibt Böden, bei denen ist das alles egal. Die müssen auch nicht mit so einer Krümmlerwalze und einem... Wir sagen immer Grubbern. Ich weiß, das ist eigentlich mehr so Eggen. Aber wie gesagt, da streiten sich auch die Gelehrten. Ja. Den könnte man jetzt konfigurieren, will ich aber gerade nicht. Ist ein bisschen doof, ne? Macht nichts. Stellen wir den eben hier hin. Ich wusste nicht, dass das so ein Problem für dich ist. Wir brauchen den Frontlader im Moment auch nicht. Wir müssen zwar noch mal irgendwann ein bisschen nach den Tiere gucken, aber nicht jetzt. Jetzt ist erstmal wichtig, dass das Saatbett vorbereitet wird. Das hat erstmal Prio 1. Oh, warte mal, kann ich nicht gleich hier durchsneaken? Ich muss den Deutzer noch zu Ende umbauen, der ist auch noch nicht ganz fertig. Aber immer Stückchen für Stückchen, ne? Immer eins nach dem anderen. Wir sind ja alle tiefenentspannt hier. So, wir hätten gerne die Zwillinge, bitte. So. Und weil ich schon mal Zwillinge drauf hatte, deswegen kostet mich das jetzt auch kein Geld. Das Umschrauben... Bei mir in der Werkstatt kostet sowieso kein Geld. Das ist mittlerweile auf all meinen Maps Standard. Ist alles eine Sache der Einstellung. Ja, ist das schön. So, wo ist denn dieses Grubulatorchen? Hier ist es schon mal nicht. Ah, ihr seht, ich habe viel Kuhn-DLC hier. Warum auch nicht, ne? Dafür habe ich es ja gekauft auch. Wo ist denn der? Wow, Diego. Wo ist denn der Grubulator? Hier steht er. Oh, den kennt ihr. Das ist... Oh. Und Hühnerfrikassee gibt's heute. Hier, extra breit. Heute. Mit Zwillinge. Hühnerfrikassee dank Zwillinge. Hoppala. Ne, das ist der aus dem Mod-Contest. Ne? Kennt ihr. Ist auch unverändert, der ist so wie er ist und eignet sich hervorragend, um vom Pflügen diese Lehmknuddeln so ein bisschen auseinander zu machen, das, die Oberfläche ein bisschen zu verdichten, dass man mit der Sämaschine, ey, Bastard, mit der Sämaschine ein bisschen besser fahren kann. Vielleicht gehen wir auch mal auf Innenansicht, ich habe das Gefühl, ah, besser, ja, Innenansicht ist besser. So ist besser. Zum Fahren verloren, weil ich so fröhlich war, dass ich jetzt die mit der Innenansicht hier den Durchblick habe, quasi. So, hallo Flüger. Jetzt müssen wir kurz auf die Außenansicht gehen, sonst kriege ich das mit dem Ackern nicht hin hier. Entfalte dich mal unser. Und zeig den Leuten bei YouTube mal, wie eine schöne Saatbettvorbereitung aussieht. Ja, wir können das Gemüse hier vorne auch schon wegrubbern, das stört nicht. So, und Kass. Ich weiß gar nicht genau, wie schnell man fahren darf. Oh, der Kreisemähermann ist wieder fertig. Der zirkelt sich da ein zurecht, das ist vom Allerfeinsten. Ja, da kümmern wir uns nachher noch drum. Eben einmal eine Runde kultivieren hier. Hallo, Diego, ein bisschen gerade fahren hier.
Wir haben noch einen Kompass. Wir können mit Kompass fahren. So, und ab dem letzten Baum können wir sagen, Rita, mein Mäuschen, lass gehen. Ach, der Hugo ist am Fahren hier. Ja, Hugo, dann zeigen wir dir ganz. Kannst du denn auch eine richtige Sattbettvorbereitung, mein Freund? Das Witzige ist, mit den Zwillingen habe ich den Lenkanschlag richtig angepasst und bei den anderen Reifen nicht. Ich bin auch ein Fuscher vor dem Herrn, ne? So. Guck mal, wie schön du das machst hier alles. Das ist mal eine anständige Sattbettvorbereitung, ha? Der Wahnsinn. Oh, ich sehe aber, der macht so ein Gas und so viel Meter. Der holt den Flug gleich ein. Den kann ich mal ruhig hier vorne anhalten. Wegen der Arbeitsbreite alleine schon. Und Arbeitsgeschwindigkeit ist auch hoch. Halt mal an hier. Fahr mal ein Stück zurück. Warte mal hier, bis der Flügermann soweit ist. Unser Nobby. Unser Nobby flüchtet um sein Leben. Aber du schaffst das, Nobby. Danach wird die Wiese geflüchtet hier. Hier ist was los. Was ein Flickenteppich. So, sah das bis hierhin, hat das geschafft. Ich bin ganz tief beeindruckt. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Acker. Ich weiß nicht, ob der hier so Kornkreise bilden will oder was. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das Gemüse wird hier runtergepflückt. Und dann einmal alles durchgeflücht hier. Dass da mal eine einheitliche Textur drauf kommt. Werd ich wahrscheinlich aber mit dem Tiefengrubber flügen, ne? Nicht mit dem Flug. Könnte man auch mit dem Flug machen, aber ich werde es mit dem Tiefengrubber machen. Die Frage ist nur, ich glaube, es ist besser, wenn ich auf Felder erkennen mache. Ich denke da, das wird das Problem sein hier. Dass da irgendwas mit den Feldbestimmungen nicht ganz so ist, wie er das gerne hätte. Deswegen macht er wahrscheinlich so solche lustigen Geschichten. Wahrscheinlich, ich weiß es aber auch nicht. Na komm schon. So, und nochmal im Kreis fahren. Oh mein Gott. Der Enzen, ja, jetzt nehmen wir die drei Krümel da vorne, die nehmen wir auch noch mit. So kennen wir ja nichts hier. Der Fluch muss eh nur noch das eine Feld flügen, dann ist der fertig. So, lass knacken, Kumpel. Du mit deiner Klappleiter da. Sehr schön. Und ich habe keinen Tropfen zu trinken hier mal wieder. Ist natürlich super. Nicht. Du bist ein kleines Wühlmäuschen. Gleich macht er wieder Männchen. Ah, nur ein ganz bisschen. Voll der gute. Wo willst du hin? Willst du den Wald auch noch heute, oder was? Nobby, bleib du mal hier beim Flügen, lieber. Das sah aus, wenn er Pilze pflücken wollte, oder was, ne? Oh. Ah. So, jetzt dran lang. Herrlich. Kann mich gar nicht satt sehen. Und wenn ich das hier sehe, krieg ich Brechreiz, ey.
Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich froh, wenn der Acker hier leer gepflückt ist. Ah, schön mit dem... Ich habe jetzt den geilen Bandschwader da. Das ist schon ein nettes Tierchen. Und da kann man dann sagen, links, rechts, Mitte, geradeaus. So wie man das gerne will. Ich habe eben auch schon Strohschwaden geschwadet. Das war so ein Haufen nachher, dass die das Pickup das kaum geschafft hat. Also auch vor, also erstmal langsam fahren sowieso. Und hat er kaum geschafft. So. Oh, Lenkrad. Da bin ich aber gespannt, was mit dieser Wiese ist. Boah, wenn der nur das Frontenwerk dran hat, wird der richtig frech, der Kleine. Oh, vom Schlepper gefallen. Das passiert. Darf ich auch wieder einsteigen? Ja, danke. Was ist? Hatte ich nicht B gesagt? Ach so. Oh, der Klassiker. So, jetzt aber. Seh zu, dass du nach Hause kommst hier. Klapulier dich vorne auch mal einander. Und nicht zu hochheben, ne? Nicht, dass das nachher noch mal an einer Stelle nicht den Boden berührt. Giants. Das sind doch alles Freaks bei Giants, ey. Oh, machen wir langsam. Und so, innen sich ein bisschen fahren. Dann kann ich ein bisschen besser fahren. Hoppala. Ja, ja, natürlich. Man kann auch mit 40 über den Weg hier bügeln. Der Schlepper fährt auch noch schneller, Diego. Ist kein Problem. Junge, 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 Junge. So gechillte Fahrweise ist unheimlich schwer bei mir. So, hier ist geteert. Da kannst du Gas machen, Diego. Das kann nicht so schwer sein, dass man das immer wieder sagen muss. So, hier rum bitte, Paula. Hoppala. So, ah, der ist, aber bei dem weiß ich gar nicht, das Butterfly, das war so hoch, das konnte ich nur hier hinten hinstellen. Und, oh, Holzstapel! Oh, zu spät gesehen. Fuck. Eieieiei, das ganze Frontmehrwerk. Oh ja, das passt aber locker von der Höhe. Ich muss den, glaube ich, eh ausklappen, ne? Den kann man sonst nicht abkuppeln, glaube ich. Ich versuche das einmal, aber... Ne, das will er nicht. Na, zu nah an der Wand. Alter! Da konnte ich aber selber nichts für. Das war jetzt reiner Zufall. Dass das Seitenmehrwerk jetzt mal heile geblieben ist. Ach komm. Ja, ja, wir fahren rückwärts. Oh, rückwärts wird auch noch knapp. Aber wenn ich direkt neben dem Pfeiler stehe, komme ich auch nicht rum. Ach, ich wollte... Mein Gott. Wenn denn 30 Zügen... wie wir das gelernt haben. Genau. Nochmal einmal dran buffeln ordentlich. Dass das Ding auch wirklich Schrott ist. So, jetzt holen wir schnell den Bandschwader. Dann will ich hoffen, dass der Flügomat 3000 gleich fertig ist. Damit wir Wiese pflügen können. Yeah. Ja, das wird ein Video nur Wiese pflügen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Überlege ich mir ein schönes Thema, dass ich euch auch schön unterhalten kann dabei. Und dann wird die Wiese geflüscht. Komm. Das ist ein geiler Schwader, ey. Ich habe das erst überhaupt gar nicht verstanden. Wozu die gut sind, diese Tierchen. Arschteuer, brauchen einen Haufen PS. Ich hab das nicht verstanden. Das hier, das möchte ich gerne heuen. Das muss ich also erst zettern.
Das kann ich noch nicht zusammen machen. So, fahr ich mal ein bisschen geschmeidig. Es könnten ja mal Autos kommen, ne? Ist nicht schlimm. Ne, fahr. Ist nicht schlimm. Fahr einfach. Oh, ich war ganz verliebt. Guck ich mir dieses Ding so an. So, ach, wie nett. Ach, nein, nein, nein. Ja, mach mal ein bisschen geschmeidiger hier, Diego. So. Pfosten. Ausklapuliert. Oh, fahren wir ein bisschen vor. Oh. Angst, dass das teure Ding kaputt geht. Und der ist mal wirklich teuer. So, mit B machen wir den an, so. Jetzt habe ich den auf Mittelschwatt, da will ich nicht. Links, rechts, in dem Minimo so rum. Sehr schön. Senken, dran lang. Der geht wie die Pest, ey. Ah, YouTube. Ah, oh, aus YouTube. Müssen noch. Oh, was mache ich denn? Wir pixelieren den hier, ja? Das ist, das andere pixelieren wir dann erst im nächsten Video. Mir war es eine Ehre, YouTube, für euch ein Let's Play aufnehmen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.